So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Noch ein bisschen verschnupft, noch ein bisschen krank, noch ein bisschen Headache, ne? Pass auf. Das ist ein Stuhl, den wollte ich eigentlich gerade in den Keller bringen. Jetzt habe ich aber gedacht, ich stehe ein bisschen unter Zeitdruck, ich nehme den Stuhl jetzt einfach mit. Ich mache einen kleinen Ausflug, eine kleine Tour, denn ich möchte endlich mein Level-Up machen. Mein Level-Up auf Level 45. Dazu brauche ich, wenn ich mal hier reingehe, aufs Profil, 100 erlöste Krypto-Pokémon. Da hieß auch, man muss 100 Rüpel machen, 100 Krypto-Pokémon erlösen, 50 mal hier Team Go Rocket Bosse besiegen. Ich habe die ganze Zeit schon 49 von 50. Ich habe aus dem C-Day-Ticket leider einen Radar bekommen. Ich könnte die ganze Zeit schon einfach den Boss machen und würde aufsteigen. Ich wäre aber nicht, ich hieß nicht Ramses, wenn ich nicht Ramses wäre oder so genannt wäre oder irgendwas oder keine Ahnung. Wenn ich es anders mache, wenn ich mein Radar anmache, würde ich mit jedem Ballon den Boss kriegen. Ich möchte aber nochmal 6 Rüpel machen, damit ich theoretisch 6 Teile bekomme und dann den Boss mache. Die Rüpel mache ich im Schnelldurchlauf, fahre die an, suche die mir hin und her. Habe da vorne auch schon einen gefunden. Ich hoffe, der ist gleich noch da. Die gehen nämlich immer gleich weg. Und das ist dann mein Level 45 Aufstieg. So, Stuhl, du kommst mit, du begleitest mich jetzt. Die Drecksau hat sich noch bewegt. Mein treuer Weggefährte, guck dir das an. Stuhl! So, natürlich komme ich zu spät, der Rüpel ist weg. Das ist ja immer das Gute. Du brauchst 30 Minuten, um von einem Stop zum nächsten zu kommen und die Rüpel sind immer nur 25 Minuten da gefühlt. Das heißt, es wird meistens nichts, außer es ist direkt da einer, wo du bist. Weil ich aber sowieso noch 2 Pokémon erlösen muss, können wir ja mal kurz hier reingehen. Können wir hier auf dieses Schuppet gehen. Das würde nämlich ein 100er werden, wenn wir es erlösen. Wir lösen das jetzt mal, weil wir ja noch 2 Pokémon erlösen müssen für das Level Up, um erstmal jetzt richtig den Leuten einzuheizen, Bock zu machen. Wenn wir das dann erlöst haben, können wir das ganze Ding, jetzt wo es ein 100er ist, natürlich verschicken, Bruder, weil... Das hat zwar eine Mega-Entwicklung, Mega-Banette, aber Mega-Banette ist sowieso nicht nützlich gefühlt. Machst du eh nichts mit. Ich habe ein Shiny-Banette einfach mega entwickelt. Das werde ich mal auf Mega-Level 3 hochziehen. Das werde ich nehmen, um Bonbons zu boosten. Aber kein 100er-Banette mit einem schlechten Level. Das ist Ramses, das ist Habanero, das ist Free-to-Play. So, da ist der erste Rüpel. Diese Gewässer sind trügerisch. Ich Roserade. So, wir werden das Schwärme mal ganz kurz bewerten, was wir jetzt hier rausgekriegt haben. Ist auch ein Teil, was nur 1000 kostet zum Erlösen, aber das werden wir nicht erlösen. Wir werden jetzt weiter suchen nach dem nächsten und ja, das war ein Ballon. So, der nächste Stop ist an der Baustelle. Ziegen ist für Sieger. Ich nehme die wirklich so, wie sie kommen. Ich suche mir da keinen raus. Der ist ein bisschen kniffelig. Ich weiß gar nicht, was ich da sonst immer genommen habe. Wir probieren es einfach jetzt mal mit dem Team, was ich immer gegen die Bosse und auch gegen Giovanni genommen habe. Mal gucken, ob das funktioniert, um mit Sumpex zum Beispiel Schilde rauszulocken, obwohl es hier ja gar keine Schilde gibt. So, Siegen ist für Sieger. Habe ich auch schon mal gehabt, dass er einfach 3 Relaxo hatte. Ach so, ich wollte ja gar nicht reden. Bitteschön. So, das letzte war ein Sumpex. Ich glaube, diese Kombination habe ich noch gar nicht gesehen. Jetzt hat mir schon fast das Relaxo gefehlt. Despotar wurde gar nicht gebraucht, aber das Team ist auf jeden Fall nice, weil damit machst du die Bosse, du machst Giovanni, du machst auch den Siegen, des Siegen Rüpel. Selbst wenn der Relaxo hat, kommst du damit vielleicht klar. Fang kurz das Glumanda, gucken mal, ob das gute IV hat. Das wenigstens reinschneiden, wenn schon der Rest immer vorgespult wird.
Ja, nee, bringt mir auch nichts. Rüpel Nummer 3, gegen meinen eisernen Willen kommst du nicht an. Ich weiß nicht, wo meine Teams hin sind. Ich habe da einmal Kampf genommen. Und bei Kampf habe ich eigentlich immer Meistergriff drin. Weil das so schön ist, habe ich den immer genommen. Am besten dreimal Lucario, Steigerungshieb und dann passt das. Oder Feuer, Feuer gegen Stahl. So, den finde ich auch immer chillig. Was macht ihr da? Nehmt ihr da Feuer oder nehmt ihr da Kampf? Ich nehme immer Kampf irgendwie. Ich mag Kampf lieber als Feuer. Weil Meistergriff Kampf ist. Erlöser plus 2. Dicta. Ja, gucken wir mal, ob das Dicta gut ist. Auf jeden Fall 3 Haare auf dem Kopf. Das ist ja voll der komische Parkplatz. Ich glaube, Normalsterbliche dürfen hier gar nicht reinfahren. Ich habe jetzt einfach hier angehalten. So, das kommt weg. Wir suchen den nächsten, der gefühlt 1 Meter vor uns ist. Hey! Und wir gleich noch rankommen und nicht nochmal umparken müssen. Hallo! Jetzt haben wir es kaputt gemacht. Toll. Nee, da ist er. Warte mal, damit die Kulisse anders aussieht, melden wir uns gleich zurück. So, da haben wir den 4. Rüpel. Mann, ihr wisst gar nicht, wo ich bin. Ich bin einfach auf die andere Seite des Autos gegangen. Hast du Angst vor unsichtbaren Kräften? Das ist Psycho, oder was? Habe ich da nicht immer Despo da genommen? Jetzt hat es aber letztens meine Despo da Armee entschärft. Ich wollte überall Knirscher wegmachen und Wirbler drauf machen. Mir hat es bei einigen dann aber überall Feuersturm drauf gemacht. Das hat mir nichts gebracht und jetzt, ja, sind ein paar nutzlos gefühlt. Jetzt muss ich TMs sammeln, damit ich wieder entweder Knirscher oder was anderes drauf machen kann. Egal, irgendwie wird schon gehen. Ist halt free to play, hast halt keine TMs. Auf dem Main-Account hast du die immer weggeschmissen, hast immer 350 gehabt. Hast immer 300 weggeschmissen, die 50 nie gebraucht. Hier ist halt alles anders. So, Metang ist der Boss. Metang war das letzte hinten drin. Da, wenn ich in die Richtung weitergehe, habe ich Rüpel. Ich muss aber eigentlich in die andere Richtung, weil ich eigentlich Essen holen sollte, gerade für Pupsi vom Bahnhof. Ich selber habe ja keinen Geschmack, keinen Appetit und nichts. Deswegen brauche ich nichts essen. So, Krankheit ist immer gut zum Abnehmen. So, Natu. Ist auch schlecht, kann auch weg. Wir suchen den nächsten. So, Rüpel Nummer 5. Wir werden dich in den Boden stampfen. Ist also Wasser. Ist Boden. Wir nehmen also Wasser. Das eine Sumpex hat jetzt nicht mehr so viel. Aber das geht trotzdem. Guck. Haben wir die ganze Zeit mit Sumpex gearbeitet und Lehmbrühe. Dann gab es mal zwischendurch eine Aquahaubitze zurück auf Lehmbrühe und dann das Bailon da reingeholt, damit ihr das auch mal seht, wie sich das so dreht und rumzwirbelt. Ich glaube, ich war noch nie da oben und habe gesehen, dass da eine fette Treppe ist. Die sieht ja richtig genial aus. Da müsste man eigentlich direkt mal hoch und gucken, was da oben abgeht. Ich kenne den Bahnhof nur da vorne, so an der Ecke. Aber nicht hier diese Mördertreppe. So, Felino gefangen. Felino mal nachgeschaut, ist schlecht, kann weg, zack, fertig. Einen brauchen wir noch, einen müssen wir noch, dann haben wir 6 Stück. Da vorne am Ausgang ist einer und ja, 14.06 Uhr konnte ich das Essen holen, es ist 14.12 Uhr. So, das ist der 6. Rüpel. Los, mein super Käfer-Pokémon. Da habe ich eigentlich immer Feuer. Das heißt, wir nehmen einfach Flampivian. 3-mal. Denn das ist mein Lieblingsfeuer-Pokémon, was nicht legendär ist, was ich jetzt habe.
Dort im englischen Garten sind lauter Jugendliche, die irgendwie gerade dort Feuerwerk machen und zünden und irgendwelches Zeugs. Und dort ist, kommt Polizei und keine Ahnung, Krankenwagen und ja, keine Ahnung. Das hat bestimmt nichts miteinander zu tun. Wir kümmern uns jetzt hier aber um Bibor, das ist wichtig. Und ich glaube, das Bibor ist so schwach, wir werden einfach die Attacke aufheben für das Letzte. Wäre richtig cool, wenn die jetzt da reinfahren und fahren die einfach über den Haufen und sagen dann, das haben wir nicht gesehen. Ja, also wenn ich Filmregisseur wäre, waren halt doch die Schnauzen. Wer räumt die Kacke wieder weg oder was? Diese dreckigen... Ich weiß gar nicht, was ist, aber egal. So, was ist denn das jetzt? Ich habe das erste verpasst. Das erste war ein... Ja, das erste habe ich ja gleich zu fangen, da weiß ich ja dann, was es ist. Das erste war ein... Nee, war es nicht, aber hier ist auf jeden Fall ein Bibor, ja. Da ist ein Bibor, das können wir jetzt versuchen zu fangen. Dann mal bewerten, dann mal verschicken, dann ins Essen holen. Dann ein Cut zum heftigen Boss. So, bewerten. Und wir haben nichts schlecht. Ich denke manchmal, es hängt einfach und die richtige Bewertung ist noch gar nicht angezeigt, ja. Aber das regt mich auf, ey. Wenn ich das selber mache, dann ist es ja in Ordnung. Wenn andere das machen, dann werde ich hier zum Allmann, ey. So, wir suchen uns den Boss. So, das waren die Rüpel im Schnelldurchlauf. Rüpel 1, Rüpel 2, Rüpel 3, Rüpel 4, Rüpel 5 und Rüpel 6. Au, das war der härteste. Und jetzt folgt natürlich noch der Rocket Boss, der alles Entscheidende für das Level Up. Den holen wir uns jetzt. So, wie ich sehe, bin ich ein bisschen zu groß, beziehungsweise der Zaun ist zu klein. Stellen uns mal ein bisschen breitbeinig hier rein, dass wir besser im Bild sind. Ich habe jetzt gesehen, nachdem ich den Rocket Radar angemacht habe, dass hier in der Nähe zwei Bosse auf einem Fleck sind. Ich wusste nicht, wer es ist. Habe gedacht, 15 Uhr kommt vielleicht der nächste Ballon. Aber es ist ja keine Rocket-Übernahme mehr. Da wäre 15 Uhr der nächste Ballon gekommen. So kommt der nächste wahrscheinlich erst 18 Uhr. Dachte, ich laufe 15 Uhr hier hin, mach die App an, habe zwei Bosse und einen Ballon. Und in irgendeinem wird schon Cliff dann drin sein, entweder im Ballon oder bei den zwei Stops. Ballon ist nicht da. Was aber da ist, ist einmal hier Sierra und einmal Cliff. Wen würdet ihr nehmen? Mit Cliff einen wegsaufen oder Sierra schön zum Essen ausführen? Da ich Pupsi habe, muss ich mich für Cliff entscheiden. Das ist dann so die Hannes-Variante. Außerdem gibt es da Dratini raus und das ist sowieso cool. Packen wir also mal unseren Rocket-Radar hier drauf, beleben kurz unser Team, was wir normal immer nehmen, wenn es gehen würde. Es geht schon wieder nichts. Hä, wieso ist das Hundemon tot? Wer hat das denn gemacht? Ey, es ist so viel tot, ich blick gar nicht mehr durch. Lucario brauche ich, Sumpex. Ich habe seit vorhin nichts mehr geheilt. So, ist das jetzt richtig? Nö. Sumpex und Lucario braucht immer noch was. Da ist Sumpex, da ist Lucario. Und es hängt schon wieder. Keine Ahnung, das ist das Problem, wenn ihr über Hotspot spielt, dass das halt richtig grottig ist. SS steht noch drin, das müsste Katapult Steinkante haben. Und dann gehe ich jetzt mal hier rein. Auf den Cliff. Hab hoffentlich meine 6 Rüpel voll. Ich habe gerade nämlich so Bedenken, dass ich den ersten Rüpel zwar mit der Kamera aufgenommen habe und geredet habe, aber vergessen habe, die Bildschirmaufnahme anzumachen. Also wäre natürlich blöd. Wenn nicht, habt ihr halt nur 5 Rüpel gesehen. Ist mir doch dann egal. Dann lasst mal den einen einfach weg. Dann ist ganz wichtig, wenn wir den 50. Boss haben, ist ja noch nicht das Level Up. Wir müssen ja noch ein Pokémon erlösen. Das heißt, wir besiegen jetzt erstmal hier Cliff in Ruhe. Machen das natürlich hier über Sumpex mit seiner Lehmbrühe, der immer schön den Angriff senkt. Vom Dratini, dass das keinen Schaden macht. Das sieht dann auf jeden Fall richtig gut aus. A gut, würde der Hannes wieder sagen. Das ist ein Gurt, das ist ein Dratini-Gurt, das ist ein Joghurt, genau. So, jetzt schilden wir. Danach muss er ja eigentlich wieder 3 Sekunden warten. Das heißt, ich brauche jetzt wahrscheinlich gar keinen Move mehr machen. Ich kann den Rest jetzt einfach so runterhängen. Gucken, was als zweites kommt. Mir das vielleicht hier irgendwie aufsparen. Beim zweiten was drauf machen. Oh ne, das ist scheiße. Das ist Lashoking. Da wechseln wir lieber nicht auf Lucario. Da bleiben wir einfach drin.
und machen da jetzt einfach eine Aquahobitze drauf, die gefühlt nichts abzieht. Wir machen aber eine Lehmbrühe hinterher, um seinen Angriff zu schwächen. Das kann man machen, okay, ungefähr so. Und dann warten wir kurz, um vielleicht wieder die Aquahobitze voll zu haben, nochmal die Aquahobitze drauf zu hämmern. Sein letztes Pokémon müsste ja Despoda sein, ist glaube ich immer Despoda. Kommen wir glaube ich mit Lucario gut hin. Mit Zumbex wird man aber auch gut hinkommen. Warten noch dreimal ab, machen nochmal die Aquahobitze. Also es zieht sich. Es ist mit Zumbex absolut genial möglich und spielend einfach easy. Das ist Level 40, das muss immer ein 50er sein und nix. Einfach Level 40. Dann passt das schon. Ist einfach ein super geniales Pokémon. Es zieht sich halt, aber das ist ja egal. Jetzt ist das Ding auch gleich tot. Machen nochmal 1, 2. Wir sind weg. Wechseln jetzt auf. Komm, wir gehen jetzt schon mal auf Lucario. Um schon mal unsere Attacke irgendwie ein bisschen voll zu laden. Jetzt sind wir nämlich schon gleich voll mit dem Steigerungshieb. Er holt sein Despot da. Und jetzt, sobald er angreift, setzt man halt den ersten ein, damit er wieder 3 Sekunden lang nichts machen kann. So. So, warten jetzt ab. 1, 2, 3. Ach, wisst ihr was? Ich warte einfach auf gar nichts. Ich ziehe jetzt einfach durch. Das Ding wird schon umfallen. Es ist auch umgefallen. Jetzt müsst ihr unten stehen. 50 von 50 sind fertig. Oh, stößt schon wieder alles auf. Nichts gemacht, nichts gemacht. Vielleicht ist das diese komischen Tabletten oder was auch immer, oder keine Ahnung. Der innerliche Ramses, der innerliche Schweinehund. Wir haben schon wieder vergessen, eine gelbe Beere zu nutzen. Ich will doch eigentlich Bonbons sammeln bei Dratini. Das heißt, nehmen wir jetzt mal eine gelbe Beere. Werfen nochmal drauf. Ist wieder ungewohnt, weil du jetzt wieder mit dem iPhone spielst, wirfst. Das nehme ich immer nur, wenn ich was aufnehme. Wenn ich nicht aufnehme, spiele ich immer mit dem Samsung. Das ist okay, aber ich habe schon zu viele von denen gesammelt. Jetzt müssen wir noch was entwickeln. Pass auf, erlösen meine ich. Und zwar gehen wir jetzt hier drauf auf Level, wenn ich es richtig schreibe, und haben hier noch dieses Girafarig drin. Das würde auch ein 100er werden, wenn wir es erlösen. Wir erlösen es mal. Jetzt haben alle wieder gesagt, ja, 100er Girafarig, habe ich letztens schon gehabt. Habe ich beim Aufräumen dann verschickt, weil ich keinen Platz hatte. Habe jetzt das bekommen, schon wäre das wieder drin. Weil er gesagt, behalt das, das kriegt doch nochmal eine Weiterentwicklung. Ihr seht, es ist ein 100er, aber ich schmeiße es trotzdem weg, weil, keine Ahnung. Wer weiß, bis die Weiterentwicklung ins Spiel kommt, ob es dann die App überhaupt noch gibt. Deswegen machen wir das weg, haben jetzt den Levelaufstieg auf 45. Das Thumbnail immer dumm gucken, das ist wunderbar. Jetzt gibt es schon wieder, oh, was ist das, eine Top-Lade-TM? Eine Top-Fast-TM? Irgendwas Geniales auf jeden Fall. Ich habe 21 Raids gemacht. Das heißt, ich habe 21 Tage gebraucht, 3400 Pokestops besucht, 4400 Pokémon gefangen. Und das hatte ich bei meinen damaligen Levelaufstiegen ja nicht. Denn als ich 50 war, wurde das dann eingeführt und dann hatte ich ja keine Levelaufstiege mehr. Jetzt kann ich bei jedem Mal die Statistik mir angucken und gerade auch, wie viele Raids man gemacht hat. Andere kommen immer so an mit hier 600 Raids. Andere nur so 2 Raids, ich jetzt 21, damit ihr seht, dass ich jeden Tag mein Ding mache. Wir sind jetzt also auf der 45 und müssen jetzt weitermachen. 100 Feldforschungsaufgaben, 7 Tage hintereinander ein Schnappschuss eines Pokémon, 50 fabelhafte Würfe und brüte 30 Eier aus. Ich bin ja froh, dass ich hier die Brutmaschine noch aufgehoben habe, also ein paar zumindest. Was ist denn das? Das muss eigentlich hier rauf. Das wird ein bisschen dauern, irgendwie habe ich in den Spezialforschungen sowieso noch eine Aufgabe drin mit 150 Feldforschungen. Das hätte man beides kombinieren können, also das dauert wieder ein bisschen. Die fabelhaften Würfe sind auf jeden Fall cool. Sind theoretisch 10 Raids. Ne, 5 Raids, 10 Würfe, dann müssten die 50 eigentlich fertig sein. So, das war mein Level 44 auf 45 Level Up. Wie war eures? Was habt ihr so gemacht? Was hattet ihr für eine Taktik? Schreibt es mal rein. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, vorhaut, euer Ramses.